Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat sich gestern über der frisch eroberten Marke von 15.000 Punkten gehalten. Am Ende lag er ein Pünktchen unter dem Schlusskurs vom Dienstag. Im Monat März legte der DAX damit fast 9% zu. Im gesamten ersten Quartal sogar etwas mehr als 9%. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Franzi, was können wir uns denn am letzten Handelstag vor Ostern erwarten? Ja, der Deutsche Leitindex hat sich gestern ja in der Tat in einer sehr engen Spanne hier bewegt. Heute am letzten Handelstag vor Ostern, aber am ersten Handelstag im neuen Monat, und zwar April, sieht es gar nicht schlecht aus für den Deutschen Leitindex. Wir rechnen also damit, dass wir moderate Zugewinne sehen werden und gegebenenfalls eben auch direkt zum Auftakt in diesem neuen Monat nochmal neue Bestmarken. Die Stimmung nach wie vor durchaus freundlich, und freundlich ist auch das Stichwort für die Vorgaben von Seiten der asiatischen Märkte. Der Nikkei im Plus, der Hang Seng, aber auch der Shanghai Composite, sie legen allesamt zu. Beim Dow Jones gestern ein bisschen zurückhaltendere Stimmung nach dem zuletzt gesehenen Rekordlauf. Aber eben auch der Dow hat ja im ersten Quartal einen ordentlichen Gewinn eingefahren von knapp 8%. Dass man gestern dann eben auch so ein bisschen erstmal abgewartet hat auf die Details zum billionenschweren US-Konjunkturprogramm im Rahmen von einer Rede des Präsidenten Joe Biden, natürlich ganz verständlich. Für den Dow am Ende eben ein Minus von 0,3%. Dann vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute E.ON. Für E.ON gab es zuletzt gute Nachrichten. Die Entschädigungszahlungen der Bundesregierung an die Betreiber von Atomkraftwerken haben die nächste Hürde genommen. Auch aus technischer Sicht ist die Lage aktuell positiv. Die Aktie war zuletzt über diverse wichtige Marken bis auf ein 6-Monats-Hoch gestiegen. Damit ergeben sich mittel- und längerfristig neue Kursziele auf der Oberseite. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse, schöne Osterfeiertage und bis Dienstag.